Hallo Leute, ich zeige euch heute, wie ihr bei eurer Sophos UTM Webseiten blockieren und zulassen könnt, falls eure Sophos diese schon blockiert. Wir fangen an. Wir melden uns einmal kurz an unserer Sophos UTM an. So, wir sind einmal angemeldet. Dann können wir hier einmal auf den Webfilter klicken. Gehen auf Webfilterprofile und auf Filteraktionen. Da seht ihr unten einmal Whitelist und einmal Blacklist. Wobei ihr hier auch manuell Webseiten blockieren könnt. Hier unten haben wir das gleiche auch nochmal. Hier sieht man Inhalte blockieren, die unten stehen nicht erfüllt. Aber die ist nicht aktiv. Wir nutzen primär nur die obere, den Default Content Filter. So, gehen auf Bearbeiten. Und hier ist ganz wichtig Websites. Da habe ich einmal manuell YouTube zugelassen. Ich weiß gar nicht mehr warum. Dann gehen wir hier einmal auf Plus und wir können sehen, hier könnt ihr verschiedene Sachen auswählen, regulärer Ausdruck oder Domäne, in meinem Fall Domäne, das heißt, ich würde jetzt einfach mal facebook.com eintragen, würde dann auch einfach hier facebook.com eintragen, würde Subdomäne einschließen machen, hier auch noch auf Übernehmen, Subdomäne einschließen, das heißt, alles, was davor steht, kennt man bestimmt von anderen Sachen wie www. Ist Standard oder ihr habt auch zum Beispiel Testpunkt irgendwas oder 123 Punkt irgendwas, also jedenfalls jede Subdomäne. Dann geht ihr auf Speichern, geht ihr wieder auf Speichern und wenn ihr das jetzt einmal kurz im Edge testet, werdet ihr sehen, es funktioniert immer noch. Aber wenn ihr den Chrome nehmt, also ich habe noch keine Ahnung, warum der Edge da rummuckt, aber jeder andere Browser funktioniert. Das heißt, wenn ihr nämlich jetzt hier einfach mal den Chrome öffnet, gebt dort facebook.com ein, kommt direkt eine Fehlermeldung und ihr könnt nicht weiterfahren. Das heißt, vom Grundprinzip blockt dann die Sophos die direkte Verbindung. Aktuell leider noch unbekannt, warum der Edge das nicht macht, weil der Edge ja eigentlich auch auf Chromium basiert. Wahrscheinlich hat er irgendwelche bestimmten Einstellungen, die halt der Chrome selbst nicht hat, weshalb der direkt durchgeht. Kann auch sein, dass es Cache ist. Muss man einfach mal gucken. Also ich vermute eher, dass es Cache ist, dass die Webseite gecached ist. Im Normalfall sollte das dann bei allen Webseiten funktionieren, die ihr eintragt. Das heißt, wir gehen jetzt einmal wieder drunter, gehen auf Bearbeiten, gehen auf Websites, schmeißen sie wieder raus, gehen wieder auf Speichern, testen es nochmal und jetzt sollte eigentlich die Webseite sofort wieder da sein. Das heißt, wir gehen einmal auf Reload und ihr seht, sie ist sofort wieder da. Gedanke ist natürlich dabei, spezielle Webseiten zu blockieren, die jetzt als Beispiel nicht in dieser Filterliste drin stehen, in den Kategorien. Wenn ihr natürlich Sachen habt, die in den Kategorien ungewollt geblockt sind, könnt ihr es genauso machen. Ihr geht wieder auf Websites und tragt dann manuell das ein. Hier seht ihr schon, ich habe einmal YouTube angeklickt, da war irgendwann mal was verbuggt, weswegen das geblockt wurde, aber an sich packt ihr hier die Sachen rein, die ungewollt geblockt wurden. Und hier packt ihr die Sachen rein, die noch nicht geblockt wurden, die leider nicht in eine dieser Kategorien gefallen sind. Ja, das war's schon gewesen. Bei Fragen unten in den Kommentaren, wenn da möglich, auch Freund. Dankeschön.